Leibeigene Geschichten. Ein Kanon. Mont Ventoux. Als ich mit Petrarca vom Gipfel fiel, die Wand hinab und er meine Hände sah und ich seine Augen sah und er meine Augen schützend und ich seine Augen schützend im freien Fall von einer Felsspitze vom Rumpf getrennt wurden und ein vorstehender Grat unsere beiden Arme am Gelenk kappte und nur mehr unsere Hände, unsere Augen bedeckend die Steilwand durchmaßen, ganz für den anderen waren und Minuten später schließlich im Schnee aufschlugen und unsere Hände auseinanderrollend die unversehrten Augen des anderen freigaben.